Hallo, herzlich willkommen in Manila. Wir sind hier beim Büro der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit Manila. David Ding, Council of Asian Liberals and Democrats. Also die Mitarbeiter sind hier an die Arbeit. Die machen nicht zu viel Lärm. Und ich führe sie jetzt hier in unser Tagungsraum. Wo sie auch gleich das Wichtigste sehen. Unsere Freedom Hall, der Freiheitsmauer oder Freiheitswand klingt eigentlich besser. Vor 25 Jahren, im Jahre 1986, sandte die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zum ersten Mal einen Projektleiter auf die Philippinen, unmittelbar nach der People Power Revolution, die den Diktator Ferdinand Marcos aus seinem Amt entfernte. Im selben Jahr wurde Corazon Aquino demokratisch zu seiner Nachfolgerin gewählt und 25 Jahre später übernahm ihr Sohn, Benigno Noynoy Aquino, das Amt des Präsidenten. FNF-Vorsitzender Dr. Wolfgang Gerhardt eröffnete die 25. FNF-Geburtstagsaktivitäten in Manila im Juni auf dem Abschlussabend vom Kongress der Liberalen Internationalen, der zum ersten Mal in Asien stattfand. An diesem Abend war auch die erste Aufführung des FNF-Videos Freedom Road zu Manila. Die Festlichkeiten umfassten die erste philippinische Rede der Freiheit, die vom ehemaligen Präsidenten der Liberalen Partei, dem derzeitigen Finanzminister Florencio Rabuch Abad, gegeben wurde. Es gab auch die Wahl der herausragendsten liberalen Projekte, ausgewählt aus 32 Nominierungen aus dem ganzen Land, und beispielgebend für nationale und lokale Initiativen, die Demokratie, Menschenrechte und eine freie Wirtschaft fördern. Online wählten mehr als 13.000 Wähler ihr Lieblingsprojekt. In einer Reihe von nationalen Forumsdiskussionen wurden Fragen von regionaler Bedeutung diskutiert, wie People Power Goes Global, Human Rights and Trade und Saving Asian Democracy. Solche Aktivitäten bezogen deutsche liberale Redner sowie den Menschenrechtsbeauftragten Markus Löning und unsere eigene Regionalbüroleiter Dr. Rainer Adam mit ein. Der Freedom Wall oder Freiheitswand. Die Freedom Wall ist eine große Weltkarte mit dem Wort Freiheit in zahlreichen anderen Sprachen mit Betonung des deutschen, philippinischen und englischen Wortes. Mehrere Versionen wurden hergestellt, eine mit Puzzleteilen, auf denen Konferenzteilnehmer ihre persönliche Freiheitsnachricht niederschreiben und diese anschließend an die richtige Stelle platzieren mussten, zuerst mit Dr. Gerhardt beim Kongress der Liberalen Internationalen. Und eine laminierte Version, auf der Besucher öffentlicher Veranstaltungen ihre Freiheitsnachricht verewigen konnten. Beide Versionen waren sehr erfolgreich und sorgten für viele Diskussionen um den Begriff der Freiheit. Zum öffentlichen Mabuhay Deutschland Informationsevent, das von der Deutsch-Philippinischen Industrie- und Handelskammer organisiert wurde, war die Friedrich-Naumann-Stiftung die einzige anwesende politische Stiftung. Zu diesem Anlass schrieben über 3000 Besucher ihre Freiheitsnachricht an die Wand. Freedom Run oder Freiheitslauf. Fast 2000 Filipinos, doppelt so viel wie erwartet, rannten 3 oder 6 Kilometer in einem Fun Run. Derzeit eine sehr beliebte Veranstaltung in den Philippinen. Alle trugen gelbblaue Shirts mit der Aufschrift I am free from corruption. Ich bin frei von Korruption. Und eine Freiheitsnachricht von der Präsidentin der Europäischen Liberalen Partei, Annemie Neis. Das Event wurde teilweise durch Sponsoren subventioniert. Und der Freedom Song Akoy Malaya, I am free, ich bin frei, von Volkssänger Noel Cabangon feierte zum Freedom Run Premiere und wurde später auf CD und DVD verteilt. Der Lauf und der Song erzeugten große Aufmerksamkeit, sogar bei den Abendnachrichten im Fernsehen.
ko ay may laya, may layang maglakbay. Silayan ang ibong bumabagwis nang walang humpay. Ngunit ako'y mas malaya kung bukas ay may pag-asa.